wunderschönen guten Tag, Garnos, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um Magie. Magie ist cool, macht Spaß, gibt's nicht in Wirklichkeit, oder vielleicht doch, keiner weiß es. Zum Beispiel dieser Gauner bei Supertalent, zum Beispiel der, manche können Hasen aus Tüten hervorziehen und ich kann kleine Gaunasse aus Hüten hervorzaubern. Na gut, kann ich nicht. Aber ich kann machen, dass sie sich mich angreifen wollen und beißen wollen. Ja, gut, okay. Damit war Felix auch wieder auf dem Video drauf. Ist er vielleicht auch wieder glücklich. Aber heute geht es bei mir nicht um Katzen. Der ist auf Rabalke. Was auch immer. Krawall gebürstet. Heute geht es bei mir nicht um Katzen, also hast du heute mal wieder keine Hauptrolle hier, tut mir leid. Aber es geht um ein seltsames weißes Blatt unter anderem. Ich zeig's euch mal. Das hier, das Blatt, relativ unscheinbar, ist hier einfach in der Luft und kennt mir meine Aufmerksamkeit. Was ist das? So, das Ding ist nur, wenn ich das Blatt jetzt einfach mal loslasse, es bleibt in der Luft. Cool, wa? Ein fliegendes Blatt. Das Problem ist nur, dieses Blatt, ja, ich kann davor gehen, ich kann dahinter gehen, nichts passiert. Was das Coole an diesem Blatt ist, ich kann sogar durchgehen. Das Problem ist nur, das kriegt man jetzt einfach nicht mehr weg. Auch mit Pusten so geht es nicht weg. Aber damit ich das wieder wegkriege, habe ich einen speziellen Stift entwickelt. Mit diesem Stift kann ich das Blatt wieder löschen. Zum Beispiel könnte ich einfach mal hier so einen Punkt drauf machen. So, und jetzt ist dieser Punkt des Blattes wieder durchsichtig geworden. Jetzt könnte ich auch ein Smiley darauf malen, wenn ich das mal versuche hier so. Cool, ne? Ja, und dementsprechend kann man dann natürlich das ganze Blatt auch halt wieder wegmachen. Ganz einfach. So, ja. So, als nächstes specialige Extra habe ich diese Taschenlampe. Ich kann es euch mal zeigen. Hier eine ganz einfache Taschenlampe. Whatever. Nichts Besonderes. Diese Taschenlampe, natürlich, die kann ich jetzt auch mal anmachen. Leuchtet ein bisschen, kann auch etwas näher kommen, jetzt geht es noch besser. Leuchtet ein bisschen, ist cool. Das Ding ist nur, dieses Licht kann ich jetzt auch einfach mal rausnehmen. Relativ unspektakulär, aber ist ja egal. Ja, gut, okay. Ich mache jetzt erstmal Pause, nämlich das war's schon mit meinen künstlerischen Künsten. Ich bin am Ende. Meine Magie ist aufgebraucht, tut mir leid. Oder ich kann es auch anders formulieren. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich jetzt noch für Zaubertricks machen soll. Ich denke noch etwas drüber nach und mache dann vielleicht gleich noch einmal ein paar. Tschüss! So, jetzt noch ein weiterer Zaubertrick. Und zwar könnt ihr euch diesen Stift hier auch in den Kopf rammen.